Was für eine schöne Aktion in der Rheinlandhalle. Die Geburtsstunde quasi für die Initiative Kinder für Kinder. Ein Ärmchen von Krefeld für Kinder. Und zwar der Sinn darin ist natürlich, dass wir die ganze Initiative in der Breite aufstellen, dass Kinder auch sich mit engagieren für Gleichaltrige hier in dieser Stadt. Und da war diese schöne Aktion von Katharina Borgmann, 12 Jahre alt, mit ihren Freundinnen, die also einkaufen im Lichterschein, Waffeln gebacken haben und 450 Euro eingenommen haben. Und wir und auch die Kinder gesagt haben, wir geben das in die Eislaufschule hier in der Rheinlandhalle und geben dieses Geld dem Familienzentrum auf der Inratterstraße. Und somit sind wir hier heute in der legendären Rheinlandhalle. Ja, das ist ja Krefelds Traditionshaus und hier haben wir quasi Kinder für Kinder gegründet. Beim Einkaufen bei Kerzenschein haben wir Waffeln verkauft, weil meine Mutter hat früher auch immer Waffeln verkauft mit ihren Freundinnen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass ich auch mal Waffeln verkaufen darf. Und meine Mutter hat natürlich ja gesagt, dann habe ich meine Freundin dazu geholt. Und dann sind wir auf den guten Zweck gekommen, Krefeld für Kinder. Das fanden wir ganz schön, weil dann ist es auch was in der Stadt und anderen Kindern geht es natürlich auch nicht so gut wie uns. Und so sind wir auf die Idee gekommen. Es hat natürlich auch Spaß gemacht und das dann auch noch zu spenden, würden wir auf jeden Fall nochmal machen. Als ich mit dem Eishockey angefangen habe, hatte ich das große Glück, dass meine Eltern mich jeden Tag nach Krefeld zur Eishalle bringen konnten. Aber nicht alle Kinder haben dieses Glück und deswegen ist es toll, dass so junge Schülerinnen Verantwortung übernommen haben und Geld gesammelt haben und über Krefeld für Kinder dafür gesorgt haben, dass diese Kinder die Möglichkeit bekommen, Eislaufen zu gehen. Für alle anderen ist es natürlich auch ein schönes Zeichen, Krefeld für Kinder zu unterstützen, jungen Kindern und jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, was zu machen, wofür sie sonst nicht das Geld hätten und nicht die Unterstützung haben. Und deswegen lohnt es sich natürlich, diese Aktion zu unterstützen.